Hallöchen, meine Lieben. Jawohl, ich bin wieder hier und zwar mit einem Tauschpäckchen-Video von der lieben Mona. Ich nenne sie Crazy Mona Nails, weil genau das ist ihre Künstlerseite. Die verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und wie der Name schon sagt, Nails. Sie macht halt so ein Nageldesign. Also jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht unbedingt auf Nägel. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Oh Gott, Asche über mein Haupt oder wie man auch sagt. Auf jeden Fall. Sie macht halt mit Gel auch so Verzierungen, so Einkaufswagen-Chips und generell Rohlinge und Ketten und so. Also die Nageltussis, Nagelfeen, sage ich mal, die haben es schon drauf. Das finde ich immer wieder toll. Ich finde die Effekte teilweise wirklich schöner als Resin, muss man wirklich ehrlich sagen, teilweise. Also was man da alles machen kann mit Airbrush und Farbverlauf und alles, ich meine, das könnte man beim Resin auch, aber es ist halt was anderes. Resin braucht ganz lange zum Trocknen und dieses UV-Gel pinselt man drauf, muss man halt ordentlich machen, gell? Und tut es halt unter die UV-Lampe. Aber es gibt ja auch UV-Resin. Aber mal gucken. Mal gucken. Ich müsste mir auch mal so Rohlinge kaufen, denn klares Gel habe ich noch. Aber egal, man kann nicht immer alles anfangen und ich möchte jetzt euch das Paket zeigen. Jawohl, sie hatte in einer Gruppe Stempel gezeigt und verschiedenes anderes und wollte das halt gegen Perlen gerne tauschen. Habe ich natürlich gemacht. Sie hat Perlen bekommen und ich habe ihre Sachen bekommen. Und ich habe einmal bekommen, was ich mega cool finde, weil davon habe ich gar keins und so eins wollte ich immer schon haben. Wirklich, es gibt wirklich Dinge, die wollte ich schon jahrelang haben. Ja, nicht jahrelang, aber schon lange. Und lange ist für mich wirklich schon über ein halbes Jahr. Und das ist einmal hier Kaleido Color. Das sind halt mehrere Farben und die sind auch richtig strahlend. Also hier, ja, sieht man jetzt leider nicht. Aber hier das Pink. Ja, da ist noch Blut, sorry. Es ist halt wirklich richtig, es sind richtig strahlende Farben. Und ja, ihr wundert euch jetzt, das sind ja so Abstände. Das ist halt so eigentlich so ein Stempelkissen, wo man Farbverläufe mitmacht, beziehungsweise, ja, zack, seht ihr es? Man tut das einfach rumschieben und dann hat man diesen Abspann nicht mehr. Ich suche mal kurz irgendwas. Hier habe ich was. Und das würde ich euch auch gerne mal kurz zeigen. Und zwar habe ich auch diesen Tigerentenstempel bekommen. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal, was das für einen Effekt hat. Da, zack. Ist das nicht cool? Da. Zack. Ist das nicht mega? Und wie gesagt, sowas wollte ich schon immer haben. Und das finde ich richtig mega cool. Da, ich zeige es euch nochmal. Das nicht cool? So schön. Ja, schön, dass wir uns darüber unterhalten haben. Wie gesagt, das hier habe ich bekommen. Einen Tiger-Entenstempel. Und das hier auch noch in diesen Farben. Das hier sind so Pastelltöne. Ich würde aber eher sagen, das sind schöne, knallige, fast schon Neontöne. Also schöne Töne. Und das hier sind jetzt Country-Töne. Die sind halt eher so ein bisschen... Ja, erdiger, würde ich fast sagen. Also, das sind so Naturtöne. Ja. Das ist Country und hier unten ist Pastell. Also, man sieht schon den Unterschied. Das ist halt eher so, ich sag da gerne immer so Schlammwetterfarben zu. Aber richtig cool, wirklich. Ja. Zur Seite. Dann habe ich noch zwei bekommen und das finde ich auch mega cool und zwar diese Opalite. Einmal in Blue und einmal in Blush, also Blau und Pink. Und ich habe, ich bin so blöd, ich habe das aufgemacht und es ist weiß. Da habe ich mir gedacht, hä? Weiß? Was stimmt denn damit nicht? Ist das ein Embossing-Teil oder so? Und dann... Ich habe schon oft von diesen Pigment-Dingern gehört oder Opalkissen gehört. Und dann habe ich aber mir gedacht, hä, was ist denn damit? Und ihr seht es hier vielleicht schon kleben. Das hat hier nur so Pigmente, die dann halt schimmern. Das ist also, ich würde sagen, jetzt für ein reines Stempelkissen nicht zu gebrauchen. Aber wenn man irgendwie so Akzente setzen will, so eine kleine Blume in der Ecke, die halt unauffällig daherscheinen soll, ist das hervorragend.
Ja, ich zeige es euch hier, weil da sieht man es besser. Seht ihr es? Ein bisschen glitzern. Und das ist cool. Richtig cool. Und auch die Farben, blau und pink, ist auch cool. Hier seht ihr es. Extremer. Also wirklich mega, mega, mega cool. Ja, mega. Ja, ich sehe es. Ihr seht es nicht. Aber es ist sehr schön. Es ist sehr, sehr schön. Und dann hat sie mir noch Extras beigelegt. Der Tigerstempel war, Tigerentenstempel war ein Extra. Dann noch diese tollen, sag schon, Herzen. Diese tollen Herzen, die sind auch mega schön. Wirklich, mir gefallen die richtig prächtig. Und diese tollen, ah, die sind so schön, die sind so toll. Ach, die sind mega. Da der Löwe. Oh, die sind mega. Die sind toll. Wirklich, die sind mega toll. Und noch ein extra, auch Sticker. Und das ist auch mega, mega cool. Und zwar Tati Teddy Sticker. Ah, oh, Tati Teddy. So toll. Teddy. Richtig, richtig schön. Und eine Karte war auch dabei und die ist auch süß, weil es ist, hey, irgendwie, da habe ich das Gefühl, wir kannten uns vorher nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mich schon angeguckt hat und sich Gedanken gemacht hat, was ich so mag, weil Tati Teddy mag ich sehr, so Sticker mag ich sehr. Und hier, da ist eine Maus drauf, das mag ich total gerne und gleich auch bei dem selbstgemachten, also mega. Also wie gesagt, hier ist eine süße Maus drauf. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank, Mona. Also mega, mega cool. Und dann habe ich natürlich auch Stempel getauscht. Und zwar diese hier. Mega cool. Mega, mega cool. Und ja, jetzt erkennt man es schlecht. Das sind Vögel. Das ist eine Blume. Ein Häschen. Ja, das weiß ich selbst noch nicht so genau, was das ist. Müsste ich mal vielleicht abstempeln. Diddledy, das war das Akku leider. Ich erkenne es immer noch nicht. Ja, aber doch, das sind, glaube ich, Zugvögel. Ja, doch, sind Zugvögel. Schaut, das sind Vögel. Vögel. Dann ein mini winziges süßes Herzchen. Das lasse ich auch mal hier kleben. Und einen Cupcake. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Diese hier. Das sind richtig, 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 richtig tolle Blumen. Und noch diesen hier. Eine Katze. Die ist auch mega, mega schön. Und ein Vogel. Und bei den selbstgemachten habe ich mir auch gedacht, hey, die hat mich doch bestimmt kontrolliert oder gestalkt. Und zwar diesen tollen Clip. Ey, ich liebe Eulen und auch hier Family. Also meine Familie ist mir auch total wichtig. Von der Rückseite Carpe Diem und Sternchen. Schön, dass es dich gibt. Mega, mega cool. Also ist halt so ein Einkaufswagen-Chiphalter. Also mega, mega cool. Vielen, vielen Dank. Und dann bin ich aus den Wolken gefallen. Bei diesem hier. Erstens mein Name. Dann ein Engel, sonstiges Gebamsel und ein V, also mega cool. Und dann schaut euch das an. Guckt euch das an. Oh, wie toll, die Grinsekatze. Ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie. Oh, so toll, so, 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 so toll. Und ich brauche unbedingt so einen Rohling in echt. Also nur ein Rohling, ohne was drauf. Und mega, 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 mega toll. Vielen, vielen, vielen Dank, Mona. Ich habe mich so, so tierisch gefreut. Den werde ich nicht benutzen, weil ich habe Angst, dass der irgendwie mal abhanden kommt oder kaputt geht.
Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und euch allen anderen auch. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.